Ich muss mich nur lang genug aufregen. Depp, ich denke mir noch so, na hoffentlich fällt er da jetzt nie runter. Los. Ist er gestorben oder lebt er noch? Lebst noch? Ich bin Noah, ich kann auf Wasser laufen. Ich überlege gerade, wo du wieder rauskommst. Wahrscheinlich erst ganz da drüben. Da hinten an dem Berg könnte es klappen. Alter, ich bin Moses. Ich kann übers Wasser laufen. Nee, das war Jesus, der übers Wasser läuft. Ist egal. Moses hatte das geteilt, oder? Ja. Das war ja gerade geil. Ich habe mir aber auch gerade so gedacht, hoffentlich falle ich da jetzt nicht runter. In dem Moment, wird. Das war auch gut. Nee, schön, dass du viel Spaß dabei hattest. Ich dachte vor allem, ich falle ins Wasser. Nein, auf. Du kannst bei Borderlands nicht ins Wasser fallen. Entweder du bist tot oder du läufst oben drauf. Mach die alle. Ich hab nur das Gefühl, dass es bei uns leckt. Weg hier! Ein XP. Herrlich. War hier irgendeine Waffe von uns gerade getroppt? Eine weiße, ja, die hab ich aufgenommen. Na, doch, über. Ich bin auf dem Weg. Aber er ist schon tot. Felix hat ihn schon so gut wie weg. Wahnsinn, 190 XP, das ist nicht übertreiben mit dem Knallharten. Ups. Eine Krabbenwurmlaufe. Krabbenwurmlaufe tot. Klingt lecker. War eh schon tot. Die Krabbenwurmlarve war eh schon tot. Die prügelt sich mit den Banditen. Krabbenwurmlarve prügelt sich mit Banditen. Das ist sehr effektiv. Lauf mir immer in die Fresse! Ach. Warum müssen wir gerade so einen Schrank nach vorne schicken, ehrlich? Blaues SMG. Ja, weil der Schrank nie was trifft und gerne auf Nacken geht. 2,5er. Sag mal, Sniper? Du findest nicht. Ha! Jetzt wieder halt, schon! Jetzt ist halt gerade mal deine Stunde. Also, ich finde die Loot-Verteilung ein bisschen merkwürdig. Oh, guck mal! Wir haben ja wieder mal eine Claptrap-Rettung. Ludolf! Ey, aktivierst du mal die Claptrap-Rettung? Wo ist denn die? Ey, warte mal, ich habe hier noch was Blaues. Oder wir töten halt erstmal den Bleeder. Auch egal. Ja, es ist doch hier klar um die Ecke. Ja, wir müssen da oben ran irgendwie. Wir müssen da von oben drauf. Wir müssen oben auf das Rohr drauf. Hier hoch, lass mich doch hier hoch. Ach man, ich häng fest. Ah, das Problem hatte ich mich auch gerade. Schmutz, mach das Ding. Ups, ich hab Bleeder. Was hast du? Du hast Bleeder. Okay, dann töten wir erstmal Bleeder. Ich bin auf dem Weg. Nein. Ah, das ist Bleeder. Jetzt erklärt sich mir auch der Name. Hab da was mitgebracht, aber ich hab nichts dagegen. Ich wollte ein bisschen die Party auflockern. Wo muss ich drauf? Das Rohr blöd. Wir müssen hier oben auf dem Rohr langlaufen, ja. Oh, so, und wo jetzt lang? Ganz nach vorne oder was? Ja.
Da liegt so ein Teil. Wie bin ich hierher gekommen? Viel Spaß. Danke. Du kriegst wahrscheinlich gleich wieder eine Erweiterung für dein Inventar, das du aktivieren musst. Kann so gut möglich sein. Ja, hast du. Eisigplätze. Jo. Wo? Inventarplätze, 30 Inventarplätze. Ich seh's bloß nicht, die Aktivierung. Ganz unten. Immer ganz unten das Inventar-Upgrade. Ach hier. Ja. Das brauche ich gar nicht. Ah, wenn man zu dritt spielt, nee, aber wenn man alleine spielt, dann wird er schon mal voll. Ich habe einen Soldatenklassenmod gefunden. Laptop hat mir 320 Gold. Ich habe eine Soldatenklassenmod gefunden. Ja. Hat die Team regeneriert Munition? Wenn da oben steht 2. Schütze Klasmod, dann hat die das. Wenn die nicht so heißt, dann hat die es nicht. Nee. Nein, hat sie nicht. Ich lauf schon mal vor, ne? Und wenn ich den Claptrap anschieße, krieg ich diese Bildschaden. Jetzt eigentlich, wie ich da oben drauf gekommen bin, Benny? Wo? Wahrscheinlich irgendwie hier über diese komischen Steine, die da rumliegen. Nee. Du musst erstmal auf den Aussichtsturm da drauf, dann musst du auf das Haus hocken, von dem Haus auf den Schrottplatz und von dem Schrottplatz auf den Stein und von dem dann dort oben auf das Rohr. Ich glaube, Marco sogar auf die entfernen noch die Kills. Und dir auch? Nee, schade, dir doch nie. Bist du auch der Sniper? Und dann nochmal fragen, warum ich mit den Call of Duty so gut treffe. Wie es hier halt rumstöhnt. Müssen wir auch dahin, oder? Da rein und so. Und es sieht so sehr nach doch nicht nach Arena aus. Ach nö, nicht schon wieder. Die haben halt noch nicht genug. Ihr seid Level 27, ihr könnt nichts machen, haut ab. Die haut halt wieder ab. Mistkuppelviech. Hinten kommt ja immer Feuer an. Was? Wo kommt Feuer an? Ah, da kommt Feuer an. Feuer! Ich bin weg. Imperium ist geboren. Ich hab das geschützt so ein Ding und hab's wieder spawnen können. Ich hab mich auch verdrückt, ich wollte eigentlich Granate. Granate ist eine gute Idee. Ehrlich! Fail. Mit dem Tisch mache ich irgendwie nie Schaden, ey. Ja, weil die Feuerresistenz sind, du Held. Achso, stimmt. Alter! In dem Moment, wo ich Vorlauf ziele, geht das Ding zurück. In dem Moment, wo ich Rücklauf ziele, geht das Ding vor. Will mich verarschen? Ja, definitiv. Na,
Eine 58er Transfusion hat gefunden. Ja, dich ja vorher. Ah! Kommt jetzt was Böses? Keine Ahnung. Sollte irgendwas dran pappen. Keine Ahnung. Ah, König, ich glaube, der hält ein bisschen mehr aus hier. Ja, scheint mir auch gerade so. Also, ich vermute mal, der ist gekommen. Jetzt voll ins auf die Fresse. Aber laut Quest müssen wir gar nicht mehr besiegen, theoretisch. Und ein Sniper? Ja, was aber ein Level 25 ist und eigentlich nicht so toll. Ja, Leute, hier ist noch einer. Machst du schon. Schaffst du. Ja, mach ich. Genau, das was ich nämlich hatte, war mehr wert als das legendäre Sniper, was wir gerade bekommen haben. Alles von das eingesammelt? Waren nur zwei Sniper. Was an tollen war. So, ja, jede Menge alles? Grün. Okay. Du meinst bei der Quest, oder? Mhm. Ja. Ehrlich, ihr Drecks Mistviecher. Warum schießen die nicht? Ah, okay. Wie viele wirfst denn du auf einmal? Einer reicht doch erstmal. Drei hatte ich gewohnt. Ja, hab ich gemerkt, aber einer hat doch erstmal das getan. Ja, du standst da daneben. Guppi, machst du die Reise? Ich wollte das mal verkaufen, aber wir können auch. Ne, wir machen erstmal Reise. Wir können auf der anderen Seite verkaufen. Wohin wir auch immer getragen werden. Ja, ja, wo müssen wir hin? Was kann man sich ist? Jo. Das fehlt eigentlich bei Borderlands 1 noch so eine Markierung, wo man hin muss. Das gibt's für Borderlands 2, bei 1 nicht. Und Hardcore-Sex ist ein Menü. Wer hätt's vermutet? Wer hätt's gedacht? Ich wollte mal gucken, wenn man jetzt merkt. Das Schwede. Ich hab jetzt auch sau viele Waffen, ey, die ich verkaufen kann. Genau. Ich glaube, es nützt halt nichts mehr, irgendwas zu verkaufen. Ich hab eh so viel. Weiß nicht, wohin damit. Es gibt eine Herausforderung, 9.999.999 auf der Bank zu haben. Okay. Von daher, dafür nützt es was. Ich gebe erstmal ab, ne? Mhm. Ich habe einen Revolver bekommen, einen Lila. Und einen Lila Sniper bekommen. Mhm. Ja, du kriegst gar nichts, findest du nichts. Ja, das Problem ist, die sind alle schlecht. Auch wenn es mal Lila ist, es ist schlecht. Ich habe einen Sniper mit 345 Schaden bekommen. Das ist schon mal deutlich besser. Ich habe eins mit 280 bekommen. Hast du auch den Nailer bekommen? Sorgo, was machen deine SMG so durchschnittlich? Das ist großartig! Okay. 76 Schaden. So, aber nix mal, oder was? Nö. Gibst du mir den mal. Oh, ups. Wenn man laufen könnte. Wenn man laufen könnte nur. Und der Revolver, wie viel Schaden macht der bei dir? Hab ich gerade ausgerüstet, 260. Ich hab 264. Ja, den hab ich auch, 264, aber ich wollte es jetzt nicht so genau festlegen. Plock. Aber der Nailor ist weniger wert, weil das andere. Aber der hat ein cooles Visier. Wir haben die besten Preise.
Verkauft den. Will jemand den 900 Schaden machenden Raketenwerfer? Wieso? Was magst du an dem nicht? Also ich würde nehmen, aber was magst du an dem nicht? Mag ich nicht. Ich nehme den mit 466 Schaden, der macht mal 4 Säure Schaden. Hat einen höheren Waffenzoom, es ist ein sehr hoher Elementareffekt möglich. Gib mal her, und, ja, den 900er. Oder gib einen Marco, weiß nicht, ob der den haben will. Ich weiß nicht, was du an dem nie magst. Ich mag ihn nicht. Reicht das? Okay, der Rooster, den du vorhattest, ist trotzdem noch 1000 mehr wert. Ja. Willst du den 900er haben, Marco? 900er, zeig mal. Moment. Ach so, der macht ja auch nur einen. Ey, dann musst du nachladen. Aber das hätte ich bei mir ja, das war bei mir vorher schon so. Oh, jetzt können wir nachladen. Aber ich verliere immer noch keine Munition in der Waffe. Na, bei wie viel Geld seid ihr mittlerweile? 694.000 wieder. 679.000. Kannst du nochmal? Nee, ich will den nicht haben. Will den jemand? Also verkaufe ich den jetzt. Ja. Müssen wieder nach Crazy Earth Scrapyard, wenn ihr fertig seid. Ich habe bloß 648.000. Wer weiß, was du gekauft hast. Seid ihr fertig im Menüs? Warte, noch nicht. Noch nicht. Mach die Menüs fertig. Mach die Menüs fertig. Wir wollen weiter, weiter, weiter wollen, weiter, weiter, weiter wollen, weiter, weiter, weiter haben Durst. Nein. Brauchen XP. Wir wollen weiter, weiter, weiter wollen, weiter, weiter, weiter wollen, weiter, weiter, weiter brauchen XP. So, jetzt. Ja, ist ja in Ordnung, dass du auf mir rumhobst. Ich hab's verstanden. Nicht auf dir. Vor mir. Auf der Schnellreisestation gesprungen. Wir lachen noch schlimmer. Nicht über dich, wir lachen mit dir. Ich lach nicht, nee, ich spring nicht über dir. Ich spring mit dir. Mit dir ohne mich. Lauf, Forest. Warum lauft die eigentlich überhaupt? Also, es würde ja eigentlich theoretisch reichen, wenn ich laufe. Das Auto ist wieder Borderlands 2. Gibt es Schilde, wenn du angegriffen wirst, haben die irgendwie eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, den Gegnern wieder Schaden zuzufügen. Und guck mal, ist das kleine Vieh jetzt. Nadelharter Feuerskack. Haha, cool. Ein Sniper, 200er. Verarsche, ey, ehrlich. Hab nichts mehr bekommen. Also, wir haben jetzt nur ein Old Haven. Wo schließt das an? Gibt's eigentlich sowas wie eine Weltkarte? Nee, oder? Nee. Das wäre halt auch verdammt praktisch. Ja. Da hast du recht. Ihr habt übrigens einen Sniper bekommen, was ihr verkaufen könnt oder benutzen, je nachdem wie ihr wollt.